können wir und wollen wir leicht verspätet nun in unsere Sitzung eintreten. Und ich darf feststellen, dass schon vor dem Probealarm, Fehlalarm, 53 Stadträtinnen und Stadträte sich eingetragen hatten, wir also die Beschlussfähigkeit erreicht hatten. Wir beginnen heute zunächst mit den Punkten, die zu Beginn der Sitzung gestern festgelegt worden sind. Das sind 35, 36, 43, 37. Im Anschluss würde ich gerne den nächsten Versuch einer Wahl machen. Und zu den Vertrauenspersonen im Schöffenwahlausschuss. Danach gehen wir in die Pause. Ich versuche das so gegen 18 Uhr einzuordnen. Und dann setzen wir in der weiteren Tagesordnung fort. Insoweit darf ich zunächst den Tagesordnungspunkt 35 aufrufen. Und hier war vereinbart gewesen Rederecht für Herrn Carsten Imbrock. Ich hoffe, er hat sich nicht abschrecken lassen. Herr Imbrock, sind Sie? Ja, bitte schön. Sie dürfen nach vorne kommen, haben genau wie alle anderen hier im Stadtrat vertretenen Mitglieder 5 Minuten Redezeit und das Mikrofon ist Ihre. Hallo? Gut. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, mein Name ist Carsten Imbrock. Ich bin in der Ortsgruppe Dresden des Verkehrsclubs Deutschland und wir haben eine Online-Petition gestartet und erfolgreich durchgeführt. Und ich wollte erst noch kurz vom VCD sagen: Der Verkehrsclub Deutschland ist praktisch der ökologische Pendant zum ADAC, ja. Und wir kümmern uns hauptsächlich um unseren Inhalt, um Lebensqualität zu verbessern, um Ökologie im Verkehr zu verbessern und wir sind für alle da, ÖPNV, Fußrad, Auto und so. Und zwar ging es in dem Antrag, in der Petition ging es um den Beitritt der Landeshauptstadt Dresden zu den lebenswerten Städten und Gemeinden, zu der Initiative. Das Ziel der Initiative ist die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, um mehr Handlungsfreiheit der Kommunen zu erlangen bei der Anordnung von Geschwindigkeitsanordnungen innerhalb der Kommunen. Und das Ziel ist auch die Aufwertung der öffentlichen Räume. Der Städtetag unterstützt übrigens die Forderung der Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden. Und die Initiative setzt sich gegenüber dem Bund ein, dass sie selbst darüber entscheiden dürfen, die Kommunen, wann, wo und welche Geschwindigkeiten angeordnet werden. Zielgerichtet, flexibel und ortsbezogen, so wie es die Menschen vor Ort wollen und brauchen. Das ist praktisch, zum Beispiel ist es jetzt so, dass bei Hauptverkehrsstraßen, Staatsstraßen und Bundesstraßen es einen sehr großen Atem braucht, immer dort eventuell, wo in Wohngebieten, die an dieser Straße wohnen, wegen Lärmreduzierung und Ähnlichem Tempo zu reduzieren. So. Was ich noch dazu sagen wollte, in der Initiative geht es nicht um flächendeckend Tempo 30 oder beziehungsweise die Regelumkehr, dass praktisch Tempo 50 alles 30 ist und die 50er-Zonen ausgewiesen werden müssen, sondern nur um eine größere Freiheit und praxisgerechte Grundlage bei der Anordnung. Wenn Dresden dort noch mit beitreten würde, würde es noch ein größeres Gewicht erlangen.
Jetzt sind zurzeit 791 Städte und Kommunen in Deutschland dort vertreten, und zwar Bürgermeister und Stadträte aller politischer Couleur, die praktisch rot, grün, gelb und schwarz, auch Parteilose, sind viele dort mit der Initiative zugetreten. Und als letztes wollte ich noch sagen, wenn Sie der Initiative beitreten, also für Ja stimmen, das würden Sie was Großes für Ihre Menschen in der Stadt tun, die praktisch ziemlich an solchen Problempunkten wohnen, und auch in der Stadt, die Stadtqualität wird sich erheblich erhöhen an den Punkten, wo eben die Geschwindigkeit gegebenenfalls reduziert wird. So, das war die Begründung meiner Sache. Ich bin schon fertig und ich danke für Ihr Gehör. So, vielen Dank. Bei mir waren lediglich zwei Wortmeldungen signalisiert, deswegen würde ich mal auf die Fraktionsrunde verzichten wollen und Herr Gilke und Frau Kaspari in der Reihenfolge auffordern. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, Dresden soll einer Initiative beitreten, die im Grunde genommen das Ziel hat, Kompetenzen von der Bundesregierung in die Kommune zu bringen. An sich ist der Grundgedanke, die Kompetenzen in die Kommune zu bringen, gar nicht falsch, aber es ist absolut realitätsfremd. Vor allem und insbesondere mit unserer aktuellen Bundesregierung. Wenn wir uns mal anschauen, wir haben einen Wirtschaftsminister, der die Insolvenz abschafft. Wir haben eine Außenministerin, die Russland den Krieg erklärt. Wir haben eine Außenministerin, die Werte verschenkt in andere Länder. Und wir haben einen Gesundheitsminister, der die Finanzierungen von Medikamenten so dermaßen verändert, dass wir mittlerweile fast auf Drittweltlandniveau haben. Sie scheinen scheinbar keine Leute und Bekannte zu haben, die Krankheiten haben, die auf Medikamente angewiesen sind. Fakt ist, wir haben eine Bundesregierung, die taugt nichts. Und das bringt, ja, das will ich ja gerade erklären. Und hier an einer Initiative teilzunehmen, die an die Bundesregierung herangeht und etwas für die Bürger zu tun, das ist doch totaler Schwachsinn und Zeitverschwendung. Es ist Zeitverschwendung, es ist Geldverschwendung, also gibt es nur eine einzige richtige Lösung. Ablehnen. Vielen Dank. Frau Kaspari, bitte. Und dann Leo Lenz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Livestream und auf der Empore. Die Petition fordert nichts anderes, als dass wir als Stadt Dresden der Initiative Lebenswerte Städte beitreten. Und die Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden fordert nichts anderes, als dass wir mehr Entscheidungsfreiheit in den Kommunen haben. Und nicht sonst. In den Kommunen sitzen die Fachleute in den Ämtern, die genau wissen, wo welche Entscheidung richtig ist. Es ist keine Anordnung, es ist nur die Entscheidungsfreiheit darüber, dass die Kommunen selbst wissen, wo welches Tempolimit sinnvoll ist. Vielleicht denken Sie jetzt, oje, da wird in Dresden überall Stau entstehen, wenn es langsamer wird. Und wir werden die Durchschnittsgeschwindigkeit senken. Ich kann Ihnen sagen, da gibt es Erfahrung genug, das wird definitiv niemals der Fall sein. Aber was wir gewinnen davon, ist Sicherheit. Wir gewinnen Sicherheit im Verkehr. Das zeigt die Erfahrung in vielen anderen Städten und Ländern, in denen zum Beispiel Tempo 30 festgelegt wurde als Geschwindigkeit. In Brüssel, in Paris, in Grenoble, in Helsinki, in Zürich, in Oslo oder in ganz Spanien. Zum Beispiel in Frankreich, da haben sie festgestellt, innerhalb von 3 Jahren 70% weniger Verkehrstote. Man kann sich ausmalen, was das für die Schwerverletzten bedeutet, wie viele da geschont worden sind. Was Dresden machen könnte, wenn die Entscheidungsfreiheit in Dresden liegen würde über die maximale Geschwindigkeit? Unfallschwerpunkte
Und Schwerpunkte zu entschärfen ist für uns in der Stadt ein Ziel. Klar, wir wissen alle zum Beispiel im Radverkehr, dass wir viel, viel zu viele Unfälle haben, regelmäßig. Unfallschwerpunkte zu entschärfen, das wissen wir, denke ich mal, auch alle, ist sehr schwierig, sehr aufwendig und dauert lange. Aber eine Geschwindigkeit zu ändern geht relativ schnell. Und das ist sehr erfolgreich und sehr wirksam und es schont Leben und Gesundheit unserer Dresdnerinnen und Dresdner. Nicht nur Unfallschwerpunkte, es gibt zum Beispiel auch solche Stellen wie die Königsbrücker Landstraße in Weixdorf. Ich habe dort mit Senioren gesprochen, können Sie auch mal machen. Die sagen, das ist wie eine Barriere, wir kommen nicht drüber, die Fußgängerüberwege sind zu weit voneinander entfernt, wie sollen wir die Straße überqueren? Wenn die Geschwindigkeit geringer wäre, würden sich Senioren freuen, es würden sich aber auch die vielen Eltern freuen, die sagen, es ist zu gefährlich für ihre Schulkinder. Oder die Münchner Straße in Plauen. Die wollen wir doch auch, dass dort Tempo 30 wird. Wir Grünen wollen in Dresden mehr Sicherheit für ältere Menschen, für Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg beim Fahrradfahren. Das ist uns ein Herzensanliegen und dafür setzen wir uns ein. Wir wollen aber auch mehr Aufenthaltsqualität. Mehr Aufenthaltsqualität, das entsteht, wenn es ruhiger ist, wenn die Straßen nicht mehr so laut sind und sie werden ruhiger, wenn man nicht so schnell fährt. Wir haben so eine schöne Stadt, mit weniger Geschwindigkeit und weniger Lärm würden die Straßen und Plätze viel attraktiver werden. Attraktiver zum Beispiel für Menschen, die in Dresden arbeiten wollen oder für Touristen oder für die Dresdnerinnen und Dresdner, die sich dann gerne draußen aufhalten. Belebte Städte sind attraktiv und Arbeitskräfte brauchen wir und Touristen brauchen wir auch. Das alles könnten wir profitieren, wenn wir in Dresden selbst entscheiden könnten, an welcher Stelle genau die Geschwindigkeit gesenkt werden muss. Die Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden, die fordert diese Entscheidungsfreiheit. Diese Entscheidungsfreiheit soll in die Kommunen verlegt werden. Das ist die Aufforderung an den Bund. Im März waren es noch 504 Städte in Deutschland, die dabei getreten waren. Jetzt sind wir schon bei fast 800. Es treten ständig mehr Städte bei, die genau das unterstützen. Radeberg ist beigetreten. Sie machen es uns vor. Lassen Sie uns auch dieser Initiative beitreten für mehr Lebensqualität in unserer Stadt. Wir beantragen deshalb, dass der Petition abgeholfen wird und wir beantragen den Beitritt zur Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden. Ich hoffe auf die Zustimmung im Stadtrat von allen den Stadträtinnen und Stadträten, denen das Leben und die Gesundheit der Menschen in Dresden im Straßenverkehr wichtig ist und die es schützen wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt gibt es zahlreiche weitere Wortmeldungen. Zunächst Leo Lenz, dann Herr Lichti, dann Herr Böhm. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe KollegInnen aller demokratischen Fraktionen, liebe Gäste. Ich fange vielleicht mal damit an und sage, ich fahre Auto und sogar ziemlich gerne. Und ich bin trotzdem dafür, dass wir dieser Initiative beitreten. Und ich bin auch trotzdem dafür, dass Tempo 30 in der Stadt eingeführt wird. Jetzt ist es ja so, wir haben es nur schon gehört, wenn wir dieser Initiative beitreten, heißt das nicht, dass sofort überall in der Stadt Tempo 30 ausbricht, sondern wir können selbst entscheiden, gegebenenfalls irgendwann mal, wo wir denn Tempo 30 einführen möchten. Und Herr Gilke, wenn Sie den Bund für so unfähig erklären, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, dann ist es doch total gut, wenn wir mehr Kompetenzen bekommen und es selbst entscheiden können am Ende. Genau. Mit dem Beitritt wird niemand gezwungen, gesamtstädtisch irgendwo Tempo 30 einzuführen. Es geht lediglich um die Möglichkeit, und ja, weniger Grenzen und selbst entscheiden zu können. Das finde ich grundsätzlich erstmal super. Aber mal angenommen, es gäbe tatsächlich Tempo 30 bei uns in der Stadt, gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen neben der Reduzierung von Unfällen. Da geht es um Lärmminderung, um Schadstoffminderung, um einen besseren Verkehrsfluss. Und sogar sowas wie mehr Menschlichkeit im Straßenverkehr. Wenn man nämlich langsam fährt, dann hat man sogar mal die Chance, irgendwie Handzeichen zu geben, sich mal anzuschauen, mal rüber zu nicken und jemanden vorzulassen zum Beispiel. Aber ganz entscheidend ist für mich am Ende dann doch das Todesrisiko im Straßenverkehr.
bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h, wenn da so ein Auto auf einen Menschen trifft, dann gibt es ein Todesrisiko von 8%. Bei 50 km/h sind schon 39%. Und ich finde, allein das ist doch schon ein Grund, dieser Initiative beizutreten und Tempo 30 zu fordern. Wir wollen der Petition auf jeden Fall abhelfen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Lichti, dann Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Herr Gilke hat gerade etwas gesagt, was, glaube ich, in diesem Stadtrat nicht so stehen bleiben darf. Der Herr Gilke hat gesagt, dass die deutsche Außenministerin Russland den Krieg erklärt habe. Ich denke, das ist einer dieser vielen ungeheuerlichen, sachlich falschen Behauptungen der sogenannten Alternative für Deutschland. Es handelt sich ja hier, wie der Bundeskanzler zu Recht gesagt hat, in Wahrheit um die Partei Russlands. Ich möchte es auch begründen. Es ist völlig einhellige Meinung im Kriegsvölkerrecht, dass die Unterstützung eines angegriffenen Staates hier durch Deutschland durch Waffenlieferungen keine Kriegserklärung ist. Wenn jetzt hier der Vertreter der AfD das Gegenteil behauptet, dann sagt er damit im Grunde, dass der Überfall Russlands auf die Ukraine gerechtfertigt gewesen ist. Und das ist ja in einer Linie mit den Einlassungen der sogenannten Alternative für Deutschland, die sie hier seit über einem Jahr immer wieder zum Besten gegeben hat. Ich finde das empörend und ich finde, das sollen die Dresdnerinnen und Dresdner wissen, dass diese Partei da ganz rechts außen im Grunde bereit ist, die deutsche Demokratie zu verkaufen, sie dem Kreml-Faschisten Putin vor die Füße zu werfen. Und ich sage es jetzt mal so, wie Sie es vielleicht verstehen oder Ihre Vorgänger, Sie sind die wahren Vaterlandsverräter und Sie sollten sich schämen. Nächste Wortmeldung, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich überlege gerade noch, fällt mir noch was über Saudi-Arabien oder Amerika ein. Ich würde das Thema ein bisschen abrunden. Ich fände es eigentlich sehr hilfreich in Richtung AfD und auch in Richtung Kollegen Lichti, wenn man bei der Sache bleibt, weil ihr stehlt uns ja allen die Zeit. Punkt. So, jetzt noch mal ein bisschen zum Thema, weil es sind doch ein paar Punkte, die man so nicht stehen lassen kann. Über 80% im Nebenstraßennetz der Stadt Dresden in den Wohnquartieren sind Tempo 30. An allen Gefahrenstellen, auch auf Hauptstraßen oder wo besondere Lärmproblematiken sind, vor Schulen, vor Pflegeheimen und, hat die Verkehrsbehörde, die untere Verkehrsbehörde in Dresden schon in Größenordnung Tempo 30 angeordnet und kann das jederzeit. Also diese Initiative, die ich glaube knapp 850 Unterzeichner hat bei, ich glaube, 500.000 Einwohner, somit scheint das Interesse der Dresdner ja da auch begrenzt zu sein, sollte vielleicht sich eher an Kommunen und Städte wenden, wo da noch Nachholbedarf ist. Ich glaube, wir sind da gut aufgestellt. Und vielleicht einen letzten Satz. Und das ist mir so bei den Reden von Leo Lenz und auch von Ulrike Kaspari nochmal klar geworden. Wenn Politik zukünftig entscheidet, wie schnell man wo, an welcher Stelle in dieser Stadt fährt, unabhängig davon, ob es dafür tatsächlich sachliche Gründe gibt, dann bin ich mal gespannt, wie sich das bei wechselnden politischen Mehrheiten darstellt und wenn dann vielleicht wieder die Autofahrerparteien, die so... Ich sage nie aus. Wenn dann vielleicht die Autofahrerparteien wieder die Mehrheit haben, dann machen wir Tempo 60 wieder in der Stadt. Also Leute, so geht das nie. Ich denke, Dresden ist da schon sehr gut aufgestellt. Wir werden der Petition, so wie das vom Petitionsausschuss dargestellt wurde, nämlich dass man empfohlen hat, sie abzulehnen, dem werden wir auch zustimmen. Danke. Nächste Wortmeldung, Herr Engel, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat mich Herr Böhm doch ein wenig bewogen, hier nochmal wiederum was richtig zu stellen, weil den Eindruck zu erwecken, dass man durch diese Städtetagsinitiative plötzlich jede Tempobeschränkung zum politischen Spielball machen würde, die würde ich mal wirklich zurückweisen. Also an der grundsätzlichen Systematik, dass das von einer Straßenverkehrsbehörde entschieden werden und was der Stadtrat da beeinflussen darf, das diskutieren wir hier ja sehr regelmäßig, ändert sich
rein gar nichts, auch wenn diese Städtetagsinitiative Erfolg hat. Und es ist, um vielleicht auch nochmal auf Herrn Gilke einzugehen, der sich ja jetzt offensichtlich nicht so stark mit dem Inhalt der Petition beschäftigt hat, sondern irgendwie lieber mit seinen außenpolitischen Vorstellungen. Die Ampelkoalition ist tatsächlich auch bei dem Thema dran. Gestern wurde ein Referentenentwurf zur Novelle des Straßenverkehrsgesetzes auch veröffentlicht, der mutmaßlich nächste Woche im Bundeskabinett auch sein muss. Und das wird die Grundlage dafür liefern, dass, wenn dann auch die Straßenverkehrsordnung angepasst wird, das ist nämlich der entscheidende Schritt, Kommunen eben deutlich mehr Spielräume haben. Und es geht eben nicht darum, dass man alles schrankenlos dann regeln kann, sondern es geht darum, dass man die Prämissen bei der Abwägung ein wenig verschiebt, dass man natürlich spielt Leichtigkeit des Verkehrs, das ist ja immer so das geflügelte Stichwort, weiterhin eine gewisse Rolle, aber die Sicherheitsbelange, die Belange der Lebensqualität können dann eben zukünftig höher gewichtet werden bei der Abwägung. Und darum geht es im Kern bei dieser Städtetagsinitiative, Aspekte wie Verkehrssicherheit höher zu gewichten und dann entsprechend vor Ort zu guten Entscheidungen auch zu kommen. Und dagegen ist nichts einzuwenden. Wir werden da auch in Dresden, wenn wir da mehr Spielräume hätten, sicherlich einige Diskussionen weiter haben, was eben nicht nur immer Autoverkehr versus, ich sag mal so, Anwohnerinnen und Anwohner ist. Oft ist es auch zum Beispiel die Straßenbahn, die dann auch betroffen ist, wo man wirklich genau gucken muss, was ist wie verträglich. Aber wir brauchen hier einen breiteren Entscheidungsrahmen und dementsprechend sollten wir hier als Stadtrat dieser Petition auch im positiven Sinne abhelfen. Danke. So, weitere Wortmeldungen sehe ich erstmal nicht. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Den federführenden Petitionsausschuss, der ablehnend war, wer diesen ablehnenden federführenden Ausschussbericht annehmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Es sind 32 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit hat der federführende Ausschussbericht keine Mehrheit bekommen. Wir stimmen dann über den Beschlussvorschlag ab. Und wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ein und 30 Ja-Stimmen, 32 Nein, eine Enthaltung. Wiederholung der Zählung, dann machen wir nochmal das Ganze. Also, wer für den Beschlussvorschlag der damals erarbeitet worden ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Zweiunddreißig Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Wer damit abgelehnt? Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Nummer 36, Petition zum Bürgerbegehren. 1, 2, 3, Bürgerbegehren.